Moin moin und hallo zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ab sofort Mass Effect 2. Natürlich werden weitere Parts von Halo, Resident Evil und Mirror's Edge folgen. Jedoch muss ich da erstmal die Spielstände nachholen und ich hatte in der letzten Zeit nicht so wirklich Nerv dazu. Wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel. Ich spiele es blind. Teilweise. Teilweise. So. Fangen wir doch gleich mal an. So. Was? Normal aus Untertitel. Ja. Wunderbar. Weiter. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht das nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Aufwandmanöver! Okay, was nehmen wir? Die Allianz wird uns nicht im Stich lassen. Wir müssen nur durchhalten. Alle in die Rettungsshuttle. Joker ist immer noch im Kopf. Er will das Schiff nicht verlassen. Ich werde auch nicht gehen. Das hier. Verfrachten Sie die Crew in die Evakuierungsshuttles. Ich kümmere mich um
hier. Jetzt. Ei, ei. Alle rein da. Los, los, los. So, okay, die gute Norman, die ist hinüber. Jetzt sind wir auch schon mit dem Spiel. Okay, wir müssen Mayday, ins Cockpit. Mayday, Mayday. Hier ist die SSV Normandy. Wir wurden von einem unbekannten Feind schwer beschädigt. Komm schon, Baby, haltet durch, haltet durch. So. Ich kenne mich eigentlich an Bord der Normandy ziemlich gut aus. Ich habe ja auch den ersten Teil damals gespielt. Den zweiten auch. So. Jetzt sind wir hier gerade im KIZ, Kampfinformationszentrum. Und jetzt gehen wir gerade auf die Brücke. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich. Ich kann sie immer noch retten. Das Leben ist zu kostbar. Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommt für einen weiteren Angriff zurück. Commander Shepard wurde geborgen. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Thank you.
Ja, sprich, wir sind eigentlich totaler Matsch und die Heinis flicken uns wieder zusammen. So. Vorname John Shepard. Passt. Individueller männlicher Charakter. Auswählen. Individuell. Auswählen. So. Nee. Nein. Nein. Mm-mm. Nee. Nein. Nein. Gut. Gesichtsstruktur. Ja, okay. So, Hauttyp. Den möchte ich ein bisschen jünger haben. So, gut. Hautton, genau. Nee, es ist Rotz. Nackenumfang. Ah ja, sieht aggressiv aus, ne? Aber mir gefällt das noch nicht so ganz. Machen wir erstmal die Haare. Ich habe da schon so meine Vorstellung, so wie ich meinen Shepard auch im ersten Teil hatte. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Die Mundform, die passt mir noch nicht. Nee. Nee, sieht zu weiblich aus. Bisschen aggressiver, bitte. Er sieht zu freundlich aus, das ist auch kacke. Spielen wir einfach mal ein bisschen hier dran rum. Ah, das sieht doch ganz gut aus. So. Ja. Soweit, so gut. Okay, dann... Der Bart. Hm. Moment, Moment. Nee, nee, nee. Nein, hier ist der ganz in Ordnung. Bloß der Ziegenbart, der nervt. Ja. Wunderbar. Augenbrauen auch nochmal ein bisschen aggressiver. Ah, auch nicht so aggressiv. Ohne sieht ja scheiße aus. Wunderbar. Gut. Schwarz natürlich. Haarfarbe auch. So. Na, guck mal. Gerade. Gut. Nase passt. Mund jetzt eigentlich auch. Ja, Riss ist eigentlich in Ordnung. Das passt doch eigentlich alles wunderbar. Auswahl bestätigen. Ja. Ah. Kurzer Cut. So, und da bin ich jetzt auch wieder. Ich hatte gerade ein kleines Telefonat zu führen. Gut, okay. Wählen Sie einen klassenspezifischen Verbesserungsprozess aus. Aha, okay. Also, ich habe keine Lust auf viel komischen Rotz. Aha. Nee, ich nehme Soldat. Klassisch. Auswählen. Gut, jetzt müssen wir uns noch eine Geschichte aussuchen. Raumfahrer, bla 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 bla. Ja. Kolonist ist so ein anderer Rotz und auf der Erde geboren ist man weise gewesen, aber nein, meine Eltern waren beim Militär. So, ich bin natürlich ein Kriegsheld. So, das passt. Jo. Ja. Wunderbar. Ja, bestätigen. So. Jetzt geht's los. Also. Irgendwas stimmt nicht. Er reagiert auf externe Stimuli. Er nimmt seine Umgebung wahr. Oh Gott, Miranda. Ich glaube, er wacht auf.
Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dose, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Das war zu knapp. Wir hätten ihn beinahe verloren. Ich hab doch gesagt, Ihre Schätzwerte sind falsch. Rechnen Sie es nochmal. So. Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole.